Suche das Haus am Himmel, wo Yannick drin wohnt. So, einmal die Abkürzung nehmen. Das fragt sich wahrscheinlich Yannick, wo ist das Haus? Ja, bestimmt ganz oben im Himmel. Das Haus. Ja, genau das meinte ich. Das heißt, wir müssen wieder auf den Regenbögen. Jetzt ist der aber mal weg. Die Nervenflatter, ey. Das heißt, wir müssen wieder auf den hier gehen. Das ist so ein Geduld-Level hier. Was, ja, da muss man dann irgendwie so Geduldsmusik einspielen. Was so unendlich viel Zeit frisst. Wenn du einmal stirbst. Ja, sterben ist scheiße in dem Level. Da fand ich nur hier, der Weg nach unten ist sehr weit offen. An vielen Stellen. Eigentlich überall. Ja. Wenn man es so nimmt. Ach, was denn los? Die sind alle hier wieder auf deinem TS. Die denken immer, warum sind wir hier drüben? Die sehen doch Aufnahme. Wer ist denn alles hier drauf? Auf meinem, Tobi und Mats, und hier sind dann Heptin, Eddie, Lars, Jan und Erik. Da hab ich aber mal eiskalt jetzt verpasst. Warum bist du runtergefallen? Jetzt hab ich's eiskalt verhauen, ey. Ich wär fast runtergefallen. Ich bin runtergefallen, ich hab irgendwie den Sprung zu kurz angesetzt. Ah ja. Das musste ja kommen, ne? Das erwartet man ja bei dir. Ich hab doch gesagt, weil das ist nicht meine Bestform. Also sind wahrscheinlich die wieder hier mit ihren Formel 1 Sprintrennen. Ja, das ist jetzt sicher sofort. Mach du doch mal ein Mario-Projekt. Ja, es gibt ja kein Mario für PC. Ja und? Machst du es so wie ich? Ich habe keine Facecam. Aber das wäre eine Idee, so eine Facecam. Ja, hol dir eine. Nee, ich muss erstmal nur meiner Mutter Geld geben. Es kommt sowas von gut an. Fakt ist, mit fettigen Fingern sollte man nicht zocken. Da machen wir gerade einen tödlichen Fehler. So. Jetzt geht's hoch hier. Das ist sowas. Immer diese Leute, die Cupcakes backen, ey. Und dann stellen die Fotos davon online. Das ist doch kacke. Ich kriege sofort Hunger auf Cupcakes. Ich hoffe, dass ich es auf Anhieb schaffe, den Stern. Boah, heute bin ich irgendwie komplett müde. kenn ich, so geht's mir auch gerade. Und der hat vorhin noch was gegessen. Und der hat Cola. Ich hätte ein Thema. Warum? Deine N64 läuft ja noch, ja? Ja. Deine Controller laufen ja auch noch, ja? Oder funktionieren auch noch, ja? Wie siehst du eigentlich momentan so den Stand, ja? Findest du von der Qualität her die alten Geräte besser oder die neueren? Also ich muss ganz klar sagen, die alten. Weil die alten, ich meine, oder? Ich habe meine N64 bekommen, da war ich vielleicht 7 oder 8 Jahre alt, also vor 8 Jahren ungefähr. Und ich habe die gebraucht gekauft. Und die läuft immer noch, die ist immer noch top in Schuss, ne? Und wenn du jetzt eine neue Konsole hast? Vielleicht da und da ein bisschen Dreck, und dann habe ich mir halt eine PS3 letztens noch. Habe ich eine PS3 letztens mal bekommen. Also auch schon ein bisschen länger her. Aber, da ist das Netzteil sofort im Arsch, ne? Mhm. Nach drei Jahren Benutzung, sage ich mal. Und find erstmal einen Job, der dir ein neues Netzteil für eine PS3 gibt. Naja. So, keine Ahnung, also ich kenne ganz viele PC-Shops, ich weiß auch nicht, ob die auch Konsolen dann so direkt behandeln. Ich meine, bei der N64, okay, wenn die dann kaputt ist, dann würde ich auch sagen, okay, gut, dann kaufe ich mir erstmal keine neue. Ja. Da würde ich mir dann vielleicht dann lieber eine Super Nintendo Entertainment System holen, also eine SNES. Also geht's dir genauso wie mir, wenn du sagst, die alten Konsolen halten doch mehr aus als die neueren. Also gehen überhaupt nicht so schnell kaputt. Wie auch das mit den Controllern hier gerade ist. Ja, genau. Ey, ich weiß es, also bei meinen Controllern, da leiert mal ganz schnell der Stick alleine aus, ne? Mhm. Ich meine, da wären ja sogar schon direkt noch bei meiner PSP damals waren gleich noch zwei extra Sticks da, damit du die austauschen konntest.
Wahrscheinlich, weil die so schnell kaputt gehen. Finde die 8 roten Münzen. Jetzt darfst du gerne weiterreden. Ja, genau. Das wolltest du gerade sagen. Ich habe schon gesehen, dass da steht, finde die 8 roten Münzen. Ja, sonst, ich meine, Nintendo 64 läuft da alles. Controller läuft super. Alles Paletti. Ach, jetzt machst du die 100 Münzen und die 8 roten Münzen, wie du es vorhin gesagt hast. So, ich weiß ja nicht, wie sehen das eigentlich deine Zuschauer? Ja, nee, habe ich nicht. Deswegen habe ich das Thema jetzt mal angesprochen, weil das ja hier eigentlich gar nicht passt. Weil ich meine, da könnte man auch mal gut, könnte da gut eine Diskussion unten starten in den Kommentaren. Einfach ein bisschen rumtippern. Was denkt ihr? Der gleiche Meinung wie Yannick. Ja, genau. Inwiefern seid ihr denn so mit den Konsolen? Ich meine, es gibt auch viele junge Zuschauer hier bei dir, die wahrscheinlich nur sowas wie PlayStation oder Xbox kennen. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, wie man aufgewachsen ist. Ich bin ja halt, bin mit der Nintendo 64 aufgewachsen und dem Nintendo Entertainment System. Andere sind halt mit dem PC aufgewachsen. Ja, genau. Oder halt die ganz neue Jugend, ja, also wer die noch kennt, die wachsen schon mit Smartphones auf, wo ich mir denke, what the fuck? Als ich in der Grundschule war, hatte ich noch kein Smartphone. Muss auch ganz ehrlich sagen, mein Smartphone ist auch... Alter, wann habe ich mir mein Smartphone gekauft? Das war im April diesen Jahres. Letzten Jahres. Brauchst du es überhaupt? Brauchst du wirklich ein Handy heutzutage? Brauchst du ein Handy überall, Yannick? Ich muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, was ich mit dem Handy wirklich mache, ist WhatsApp. Also, ist ja jetzt halt der neue Nachrichtendienst. Es gibt halt kaum jemand, der mit mir SMS schreiben würde, ne? Würde ich halt auch machen. Aber das ist das Einzige, was ich wirklich mache. Vielleicht ein, zwei Spiele, die ich dann mal zocke oder so. Wenn einem langweilig ist, aber sonst. Also jetzt so für andere Sachen brauchst du es eigentlich nicht, ne? Nö. So, telefonieren, so also ganz normal eigentlich telefonieren und SMS schreiben, sage ich jetzt einfach mal generell. Man kann es ja über WhatsApp, über... Gibt's ja genügend Anbieter, wo man sich gegenseitig schreiben kann. Ich denke mal, ich könnte auch jederzeit auf mein altes Nokia zurückwechseln. Hab ich noch. Ist ja eh das Beste. Haha, war nur ein extra Leben. Egal. War hier unten noch Münzen? Ne, okay, dann eben nicht. 53 brauchst du. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht mit deinem super iPhone. Ich benutze eigentlich nur für Notfälle. Mehr brauche ich es eigentlich nicht. Mehr habe ich ein Handy eigentlich nicht, weil ich brauche kein Handy. Man braucht es. Ich meine, heutzutage, ich meine, wenn du ein iPhone hast oder ein Apple-Gerät generell, das ist ja eigentlich nur so ein Statussymbol, finde ich. Ja, mehr ist es ja auch nicht, ganz ehrlich. Wofür brauche ich es? Deswegen habe ich auch ein Samsung-Handy, weil ich meine, okay, es ist Plastik, aber ich kann damit telefonieren, SMS schreiben und meinetwegen ein, zwei Spiele kann ich mit spielen, weil es ist halt der Marktführer. Und was hat es mich gekostet? Ich habe 120 Euro bezahlt dafür. Von daher. Also, ich brauche es nicht. Ich benutze es wirklich nur für Notfälle. Aber pass auf, das schieb dich gleich wieder runter. Die soll hochgehen. Ja, aber so. Das ist echt, also so Handy und sowas, so eine Geschichten. Wenn heutzutage sind ja alle immer nur so am Zocken, die Leute, ne? Weg dich! So, machen wir auch gleich die Bombe frei, die sich auf dem Schiff befindet. Danny würde jetzt denken, what the fuck? Ich merke gerade, mir fehlen noch ein paar Münzen, weil die 8 roten Münzen reichen nicht aus. Ja, 16. 100 minus 16 macht 84, Philipp. Da ist schon mal eine rote Münze. Ja. Was machst du jetzt? Jetzt habe ich eine rote Münze schon eingesammelt, das heißt, ich habe noch 7, sprich, das sind 14. 14, das heißt, wir kommen auf 95. Das heißt, mir fehlen 5 Münzen. Ja. Super, ey. Ja. Super, wo angle ich mir die jetzt am besten? Waren da oben nicht welche, wo du wieder runtergegangen warst oder so? Oder auf dem Schiff? Auf dem Schiff sind da auch noch gelbe, oder? Ja, aber ich muss ja vom Schiff wieder runterkommen. Ja.
Deswegen, ich bin gerade am Überlegen. In dem Haus drin vielleicht oder so? Da ist eine, aber das reicht nicht. Da ist auch eine, das reicht nicht. Du musst einfach 5 am Stück jetzt irgendwie haben, ne? Kannst du irgendwas töten, irgendein Monster? Wie gibt's denn insgesamt in der Welt? 146. Da unten haben wir noch einen Gegner, aber die 2 Münzen werde ich wahrscheinlich von ihm nicht bekommen. Da drüben war ich schon. Ja, da war ich schon. Da bleibt mir noch die andere Ecke da drüben, aber die ist mit Risiko verbunden. In dem Gehäuse. Wo ist denn hier noch? Da oben auf dem Schiff sind auf jeden Fall noch welche. Ja, deswegen, aber. Da das Problem ist, wie komme ich da wieder runter? Eben, das ist es ja. Ja, kannst du nicht den Teppich nehmen, der da direkt vor dem Schiff ist? Ist der nicht vor dem? Ach nee. Nee, der hört da oben auf. Ja, ich sehe auch gerade. Und wenn du so diese komischen Platten da nimmst zum Runterspringen? Ich meine, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit unter das Schiff, oder? Oder findest du irgendwo noch 5 andere? Warte. Wir gehen nochmal mit den Teppichen mit hier. Wir gehen nur mal mit. Das ist beschissen, weil wenn du jetzt krepierst bei 81, dann könnte ich, dann bringe ich mich um, dann ist vorbei. Ich live in der Webcam wird Philipp sich umbringen. Dann ist leid, dann ist vorbei. Na, ja, du kannst ja, wenn du die 85 hast, schon versuchen irgendwie runterzukommen, dann musst du ja nicht weiter hochfliegen. Wahrscheinlich musst du eh bis zum Schiff hochfliegen. Nee, ich muss 86. Wenn ich 86 habe, ja, weil ich nur noch 40 kriege von den roten Münzen. Oh. Ja, warum ist denn heute so ein Tag, wo man so müde ist, ey? Ja, ist gut, ist Montag, ne? Wenn du jetzt rechts den Teppich nimmst, guck mal, da sind da welche. Mhm. Oh! Ich sag mal, gar nichts, ey, zu dieser Aktion, ey. Ja, da diesen Rückwärtssalto noch macht und dann so perfekt. Nee, ich drück einfach aufs Reflex gerade B, damit er nach vorne geht. Weil ich so gerade im Augenblick gesehen, das geht gerade so nicht auf. Ja. Hast du es auch gesehen, oder? Das hast du nicht gerade auf. Ich hab dann gesehen, dass das so ganz knapp da. Ganz knapp, hat da nicht viel gefehlt, dann wäre ich krepiert, ey. Dann hätte ich gedacht, dann deswegen kam dieser Schrei so plötzlich. Aber das ist. Tobi wäre ganz cool geblieben. Tobi wäre ganz cool geblieben. Und dann ausgerastet, wenn er gestorben ist. Ja, genau. Und ich mach's anders. Ich bin so einer, der macht da gleich einen Schockmoment raus. Damit die Zuschauer gleich denken, ach, der krepiert jetzt. Aber dann krepiere ich doch nicht. Ja, schon ach so, du hattest ja einen vorhin schon. Du kannst fragen, warum waren denn nur 7? Na ja, klar, wann ist ein? Ah, ja. Ach so. Ach, es waren nur 7 rot, das war der 100er Stern. Ja. Du hast ja 88, da ist der. Ja, klar. Muss schon aufpassen, Yannick. Aber ich bin froh, die 100 Münzen haben hinter uns. Die waren richtig beschissen, ey. Ja, das war nochmal spannend, ne? Ja, vor allen Dingen zum Schluss. Ich hätte aber lieber gehabt, dass es nicht so spannend ist. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Tja, aber geschafft ist geschafft, ne? Jetzt kommt 109 Sterne. 11 noch. Wollte ich auch gerade sagen, L4 noch. Dann kommt hier jetzt der Stern Nummer 4. Lass dich von der Prise tragen. So sieht's aus. So, vor allem, wir haben auch die Kanone freigespielt, weil die brauchen wir einmal hier. Auf dem Schiff nämlich. Ja, dass die Kanone auf dem Schiff ist, das wissen wir schon. Aber du wüsstest nicht, wohin damit, oder? Oder was sie da bewirkt, oder? Also wenn wir uns also noch einmal auf dem Schiff begeben.
genau abgetimed, hast du es gemerkt? Mhm. So. Na, du kannst mich mal. Du kannst mich mal, danke. So, und der Stern befindet sich da hinten. Ach so, da hinten auf diesen, diese komischen Pyramiden ähnlichen Dinger sind, oder? Ach nee. Doch, doch. Ach so, ach da fliegst du da mit der Kanone. Ich habe das nicht vorhin schon aus dem Blickwinkel gesehen, da war dieses extra Inselding da. Mit diesen pyramidenartigen. Der pyramidenartigen oder so. Form oder was? Ja. Naja, du weißt bestimmt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst, weil ich es ja sehe. Die Zuschauer sind es ja jetzt auch gleich. Überwinde die Macht der Dreiecke. Ja, genau die meine ich. Bestimmt. Ich brauche bestimmt die Kanone. Nein, für die Aufgabe brauche ich nicht die Kanone. Mist. Die braucht man für den sechsten Stern. Was ist denn der sechste Stern? Oh. Kann er mich mal in Ruhe lassen? Was habe ich ihm getan, dass er mich angreift? Du bist Mario. Ey, es sind nur noch 10 Sterne, ne? Ja. Also lange dauert es nicht mehr. Wir sind aber schon wieder bei einer Stunde. Ich habe gesagt, wir brauchen eine Stunde 30. Das wird, glaube ich, ein bisschen zeitlich eng. Würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Boah! Warum, wenn du jetzt bei einer Stunde 5 hast? Jetzt kommt meine Lieblingsstelle hier. Hast du doch noch 25 Minuten? Oh, ne, das war jetzt ein Fehler. Das war ein Fehler, den habe ich schon gemerkt. Ja, du hast nicht genügend Anlauf, ne? Ja. Um darüber zu kommen. Naja, egal. Egal, das ist die Aufnahme zwischen der Tode. Oh, wie viel hast du jetzt? 3 insgesamt? 4. Oder 4? Das ist der vierte 4. schon. Bin da. Ah ja. Irgendwann in 3 Jahren oder so machst du nochmal ein Projekt. Von Mario, Super Mario und dann. Mit keinem Run. Nee, ich glaube das. Glaube ich nicht. Ich mach's dann nochmal Let's Dead raus, mal sehen, wie weit du dann kommst. Also, wenn wir das jetzt hier, das Projekt auch so bezeichnen, dann war ich glaube ich bei 90, oder? 90 Stern? 90, glaube ich. 90 oder 91, irgendwie sowas um den Dreh war. Ja, das war so. Ich weiß nicht mehr, bei welche Aufgabe bin ich krepiert? Ach, das war mit dem einsamen Pilz, da war der erste tot. Stimmt. Ja, war das nicht da, wo du rüberspringen wolltest? Ja, genau. Das war der letzte Stern bei der letzten Aufnahmesession. Jetzt mache ich es anders, ja. Das ist meist cleverer. So, zack, zack, zack. Ja, das meinte ich. Ach, ich dachte, dafür brauchen wir die Kanone. Und das Zeitlimit ist da sehr, 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 sehr klein. Ich dachte, da brauchte man die Kanone schon, um dahin zu kommen. Mist. Aber das waren die Dreiecke, die ich meinte. Das habe ich schon gesehen gehabt. 111. Jetzt musst du einen ausgeben. Naja, ich gebe den Part aus. Das ist mein Skandalspruch. Oh, wir haben das geschafft. Ach, den Part gebe ich für euch aus.